im heutigen Video mussten wir aus dem Purple-Schulturm entkommen. Und Leute, ohne Witz, das hat richtig viel Spaß gemacht, denn bei jedem einzelnen Purple-Schultier gab es ein anderes Rätsel. Und erst nachdem man jedes Rätsel gelöst hat, entkommt man aus dem Paw Patrol Turm. Und Leute, mögt ihr Paw Patrol? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber Leute, jetzt schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde. Guckt euch das mal an. Das hier ist einfach der Turm von Paw Patrol Zooey. Leute, ich muss euch aber ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne mich nicht mehr so krass aus mit Paw Patrol, aber wir werden heute den ultimativen Test machen, ob ich noch jeden Charakter kenne, also jeden Namen von den ganzen Paw Patrol Tieren. Aber, sag mal, was geht hier eigentlich ab, Mann? Oha, was ist das für ein Auto? Hä? Ich will auch damit rumfahren. Moment mal, ist hier jemand drinne? Oh mein Gott. Ja, ja, Zooey. Hä, was sind das für coole Autos? Okay, Leute, ich glaube, wir fahren dann jetzt erstmal hier in den Paw Patrol Tower. Let's go! Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, uns erwarten heute auf jeden Fall sehr, sehr coole Aufgaben. Wir sehen hier auf jeden Fall die ganzen Strahle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Farben und ich glaube, jede Farbe gehört zu einem Tier. Ich glaube mal, dass Blau zu Chase gehört. Das hier gehört zu Zuma. Oh, Leute, wir gucken das gleich an. Oh, hier sind sogar die Symbole. Hä? Hä? Moment mal. LOL! Hä? Was macht der denn hier? Das war doch gerade Ryder, oder nicht? Hä? Ey, Ryder, was machst du? Warum ist der so böse? Oh mein Gott, Leute, der killt hier einfach alle. Okay, wir gehen dann einfach mal hier in den ersten Strahl rein. Okay, das war ein pinker Strahl, Freunde. Ich glaube mal, das gehört zu... Oh mein Gott, ist das... Ist das hier Sky? Soll das Sky sein? Oh mein Gott, Leute, kennt ihr Sky vom Paw Patrol? Moment mal, was muss ich hier machen? Hä? Ein Tanzbattle oder was? Irgendwie checke ich das nicht. Leute, wir müssen hier auf jeden Fall eine Aufgabe machen, wie bei Piggy. Hier müssen wir einen Hammer suchen. Okay, Leute, mal gucken, ob wir den Hammer finden. Vielleicht hier drinne. Hallo? Hammer? Ah, nee, hier ist aber ein weißer Schlüssel. Okay, Leute. Also, ihr merkt schon, das ist hier aufgebaut wie bei Piggy. In jedem Strahl muss man eine Aufgabe lösen, also ein kleines Rätsel. So, aber wo müssen wir den weißen Schlüssel hin tun? Hä? Hallo? Ist hier irgendwo ein weißes Schloss? Aha, hier ist ein Tresor. Freunde, wir machen das mal auf. Hier ist der Hammer. Sehr gut. Oh, da müsst ihr einmal nur so, die Bretter hier wegschlagen. Und dann können wir schon da durchgehen. Oh, 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 Sky! Oh nein, 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 Leute, passt doch mal auf, ey. So, hier, er hat auf jeden Fall die Bretter kaputt geschlagen. Und wir haben das Spiel. Hallo? Ja, gewonnen! Let's go! Okay, wir haben also einen Knochen von 7 Knochen eingesammelt. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück und gehen direkt in den nächsten Strahl rein. So, okay, wir waren jetzt bei Pink. Lasst uns einfach jetzt direkt weitermachen mit Gelb. Das war Sky. Und das hier ist, ich glaube, Leute, wer ist nochmal Gelb? Ich glaube, der gelbe Hund, oder? Also Rubble heißt er, glaube ich, oder? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, Freunde. Wir checken das mal ab hier. Oh, da ist der gelbe Knochen. Okay, das ist schon mal gut. Hm, hier brauchen wir einen weißen Schlüssel. Hallo, ist hier irgendwie ein weißer Schlüssel oder so? Oder irgendwas anderes, was wir brauchen? Ich glaube aber nicht, Freunde. Wir gucken mal weiter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, pass auf! Hier ist einfach... Das ist doch Rubble! Oh mein Gott, Leute, pass auf! Oh, oh, okay, da gehe ich auf jeden Fall nicht lang. Aber ich glaube, Freunde, wir kaufen uns einfach mal hier 1,5 Boost. So, Tempo-Boost. Zack, für 50 Bubux. Einmal gekauft. Und dann noch hier diese Laserwaffe. Die kaufe ich mir auch einfach nochmal für 100 Bubux. Deswegen lasst gerne dafür einen Daumen nach oben da. So, okay, hier haben wir Emily ist die Beste. Oh mein Gott, ist das ein süßer Name. Okay, aber kann ich mit dieser Waffe auch den... Hund Rubble jetzt töten? Hallo? Ist irgendwas? Ah, der weiße Schlüssel, Freunde. Okay. Oh, da ist er. Moment mal. Wir nehmen die Waffe und nimm das. Ja. Yeah! Oh mein Gott. Hä, wie cool ist das denn? Okay, perfekt. Oh, oh, warte mal. Die haben die Laser schon geöffnet, aber... Ey, ich kam da nicht durch. Oh mein Gott. Was ist das für ein Scam? So. Ich habe den Schlüssel jetzt hier. Hä? Warte mal. Hier braucht man gar keinen Schlüssel. Hä? Hallo? Oh mein Gott, Freunde. Hä, irgendwie check ich halt gar nichts. Muss ich hier irgendwas drücken oder so? Oh, da ist noch Rubble. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, pass auf. Geht ihr hier rein? Nee, oder? Okay, okay, okay. Hier brauchen wir, oh mein Gott, ein Schraubenzieher.
Hä, wo findet man den denn jetzt? Hallo, geht die Tür auf? So. Schraubenzieher, Schraubenzieher. Bist du hier irgendwo? Oh mein Gott. Hä? Habe ich gerade Rubble kaputt gelaufen? Oh mein Gott, wartet mal. So, und nimm das. Hier. Und Leute, hier. Hier ist der Schraubenzieher. So, den nehmen wir einmal. Dann gehen wir einmal hier rein. Benutzen hier den Schraubenzieher. Und jetzt sollte doch auch... Oh mein Gott, hallo? Hallo? Ey, die Tür geht nicht auf. Oh mein Gott, bin ich jetzt stecken geblieben oder was? Hä? Leute, ich komme hier nicht mehr raus. So, und... Hä? Warum komme ich hier nicht durch, Leute? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ich werde hier einfach direkt schon gescammt. Toll. So, wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Zack. Und so. Komm schon. Und ich komme immer noch nicht durch. Ey, Leute, irgendwas läuft hier falsch. Und Moment mal. Jetzt sollte es klappen, oder? Hallo? Ja, ich habe es geschafft, Freunde. Wir haben den zweiten Knochen im Spiel gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch ganz genau 5 Stück. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. So, und in welchen Turm gehen wir jetzt? Moment mal. Am besten einfach mal hier ins Grüne. Aber wer war nochmal grün, Leute? Das weiß ich gerade gar nicht. Wer war nochmal grün? Hallo? Hallo? Oh, hä, wer ist das? Hä, wer ist das? Wie heißt du nochmal? Nee, das war nicht Zuma. Das war auch nicht Sky. Nee, das war nicht Chase. Leute, also wen gibt es nochmal? Ich glaube, das soll Rocky sein. Ey, Rocky, was geht ab, mein Freund? Oh mein Gott, toll. Okay, Moment mal, was steht hier? Don't lose it, reuse it. Hä? Okay. Wasserflasche, Dose, Glas, Papier. Hä? Was müssen wir machen, Freunde? Ich habe gar keine Ahnung. Oh, Moment mal. Hier ist eine Wasserflasche. Okay. Die Wasserflasche tun wir einmal hier rein oder so. Hä? Hallo? Oder keine Ahnung, was wir machen müssen. Habe ich hier vielleicht irgendetwas übersehen? Ah, hier ist eine Glasflasche. Okay, Moment mal. Dann brauchen wir noch diese Cola-Dose. Ey, der hat mir die einfach geklaut. Ey, du Zwiebelkopf. Oh mein Gott. Ah, okay, hier ist wieder die Cola-Dose. Und das Letzte, was wir brauchen, war... Was war das nochmal? Keine Ahnung. Was brauchen wir nochmal? Eine Glasflasche, eine Plastikflasche, eine Dose und... Zeitung? Hä? Wo ist denn hier bitte Zeitung? Zeitung, bist du da? Hallo? Leute, ich sehe hier aber nirgendwo Zeitung oder sowas ähnliches. Oh, ah, die ist hier, Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe jetzt alles, oder? So, dann gehen wir mal wieder hier hin. Und... Zack. Moment mal. Hallo? Hä? Hallo? Ey, mir wurde einfach der Knochen geklaut. Ey, das kann nicht wahr sein, oder? Moment mal. So, jetzt brauche ich nochmal die Zeitung. Ey, was ist das für ein Scammer-Spiel? Also, ich muss wirklich sagen, das Spiel ist nicht so krass programmiert. Das mit den Aufgaben ist richtig cool. Aber, Leute, guck mal. Jetzt kann man einfach den Knochen hier klauen, oder? Moment mal. Zack. Und mein Knochen. Ja, ich habe den Knochen geklaut. Sui. Oh, oh. Naja, Freunde, 3 Knochen haben wir jetzt. Das heißt, uns fehlen nur noch 4 Knochen. Und wir machen jetzt weiter hier mit... Oh, Leute, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist auf jeden Fall Marshall. Das ist der Feuerwehrhund. Okay, oh, da vorne ist er auch. Hallo? Ist die Wand so interessant oder was? Leute, wir schauen die Wand mal an. Aha, aha. Interessant, interessant. Okay, was ist aber unsere Aufgabe hier? Oh, da oben brennt es auf jeden Fall. Oh, nein, nein, nein. Hä? Die Tür war gerade noch offen. So, okay. Wir gehen mal hier rein. Dann hier nach oben. Oh, oh, ich glaube, da oben brennt es, oder? Eieiei. Hier brauchen wir einen Feuerlöcher. Aber können wir vielleicht hier daneben springen? Oh, nee, das geht leider nicht, Freunde. So, wo ist hier aber ein Feuerlöcher? Oh, da! Okay, Leute, ich habe den Feuerlöcher. Jetzt gehen wir mal raus. Okay, müssen wir auch hier nach oben gehen? Nee, oder? Ah, okay, 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 Leute. Easy peasy. Einmal hier aufmachen. Zack. Dann gehen wir hier durch. Und da oben... Benutzen wir jetzt den Feuerlöcher. Komm schon. Ja, ich habe den roten Knochen gefunden. Let's go. Okay, Leute, die Stage war richtig easy. Marshall, du bist ein kleiner Noob. Ciao. Das heißt, Freunde, wir brauchen nur noch 3 ganze Knochen. Und das sind die Knochen einmal von Chase, von Zuma und... Hä, wer ist denn hellblau? Oh mein Gott, Leute, keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier in Chase seinen Turm rein. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir laufen hier mal durch. Okay, was müssen wir hier machen? Hier ist Pizza! Oh mein Gott, Leute, Pizza. Ich habe jetzt so Hunger. So, muss ich hier irgendwas finden? Ah, okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen weißen Schlüssel. Let's go. Und den weißen Schlüssel finden wir einmal...
Hallo, wer bist du denn? Ey, mein Freund! Na, was geht ab, Mann? What the dog doing? Eieiei, okay. Ist der weiße Schlüssel irgendwo hier? Hä? Was machen die denn da drinnen? Ey, Leute, kommt raus da! Ihr seid nicht gefangen! So, vielleicht hier oben irgendwo? Weißer Schlüssel, weißer Schlüssel. Da sehe ich doch einen weißen Schlüssel. Okay, den nehmen wir einmal. Oh, aber Moment mal, Freunde. Ich glaube, ich habe hier in der Zelle auch etwas gesehen. Hallo? Was ist das denn hier? Oh, ah, hier braucht man eine Spitzhacke. Okay, ich glaube, Freunde, die Spitzhacke bekommen wir einmal hier beim Tresor, oder? Leute, wir probieren das Ganze mal aus. Zack. Und ja, Leute, ich habe es doch gewusst. Einmal die Spitzhacke da oben benutzen. So, Freunde, das machen wir mal ganz schnell. Und dann sollten wir auch den blauen Knochen gefunden haben. Zack, komm schon. Hä? Ah, jetzt. Okay, Freunde, wir haben hier gerade ganz schnell einen Tunnel gebuddelt und den blauen Knochen gefunden. Let's go. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Knochen und dann haben wir das ganze Spiel auch schon durchgespielt. Hey, Chase, kannst du mich vielleicht zum Turm teleportieren? Hallo? Oh, okay, danke. So, hier sind wir auch schon bei unserem Freund Ryder. Und Ryder, chill mal, warum bist du so aggressiv, ey? Wir gehen einfach mal hier in Zoomas Turm. Also, ich glaube, der heißt Zuma, oder? Hallo, heißt du Zuma? Wir brauchen hier auf jeden Fall einen weißen Schlüssel wieder. Oh Gott, hallo? Zuma, was geht ab bei dir? Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Brett. Und warum ist das Messer so rot? Hallo? Ey, Zuma, was hast du hier angerichtet? Oh, Mann. So, der weiße Schlüssel ist doch bestimmt hier. Ja, Leute, richtig. Und den benutzen wir einmal hier für den Fahrstuhl. Hä? Der ist einfach schon offen. Okay, Leute, warum auch nicht? Hä, was mit... Ah, okay. Hier ist das Brett. Und das benutzen wir dann einmal, um übers Schwimmbad zu kommen. So, einmal hier durch. Hey, Zuma, chill mal deine Lage hier. Und... Oh, hä? Ich wurde gescannt, Freunde. Toll, dann müssen wir die ganze Stage einmal neu machen. Wieder den Schlüssel holen. So, und dann gehen wir einmal nach unten. Eieiei. So, hallo? Hallo? Ah, jetzt. Oh mein Gott, schnell. Eieiei, das war knapp. So, dann holen wir hier einmal das Brett. Gehen wir nach oben. Und Moment mal, was steht denn hier? Eindringlingsalarm. Ey, was ist das denn für ein Süßer? Nein, Spaß. So, eieiei. Oh, oh, Zuma ist hier ganz in der Nähe. Okay, dann einmal hier, aber, oh, sehr gut, einmal hier rüber gehen und hier haben wir den vorletzten Knochen. Okay, perfekt, einmal wieder rüber gehen, zack, und, ey, Zuma, was geht ab, Mann? So, Trick 17, wir sind wieder hier oben und der letzte Turm ist das hier, aber, hä, wer hellblau ist? Keine Ahnung, Eis? Leute, kennt ihr den Namen von dem hellblauen Hund? Leute, das ist auf jeden Fall nicht Chase. Das ist nicht Sky. Das ist nicht Rocky. Das ist nicht Zuma. Nicht Rubble. Leute, keine Ahnung, wer das ist. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Fackel. Ah, um das Feuer anzuzünden. Und dann schmilzt das Feuer hier auf jeden Fall in den Knochen frei. Und, oh, huh? Was ist das denn für ein cooles Auto? Ey, ich will das Auto fahren. Aber irgendwie geht das nicht. Wo müssen wir hin? Hier ist ein Schneeball. Hallo, Schneeball? Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Aber ich laufe einfach mal hier durch. Und das war der richtige Weg. Let's go. Hier einmal die Fackel benutzen. Oder brauchen wir noch etwas? Ich glaube nicht, oder? So, einmal hier draufklicken. Oh, nein, Leute. Ich glaube, das geht doch nicht. Wir müssen erstmal irgendwas hier mit der Fackel machen, oder? Müssen wir die Fackel anzünden oder so? Ah, okay, Leute. Jetzt haben wir hier die richtige Fackel am Start. Oh mein Gott. Nein, ich bin einfach gestorben. Und wir müssen das alles doch von neu machen. Ey, Mann, wie unfair. So, einmal diese leere Fackel nehmen. Und Moment mal. Hä, was hat er hier für ein Merch an? Hä? Ey, bleib mal stehen, Dustin. Was hat er für ein Merch? Mami Fußball-Merch? Ey, wie sieht der denn aus? Der hat den einfach selber gemacht. Ey, sehr, sehr cool, mein Freund. Okay, ich glaube, wir müssen hier sogar noch den Cape-Check machen. Oh, oh. Oh, oh, ich hoffe mal, der erwischt uns jetzt nicht. So. Oh, mein Gott. Wir nehmen die Fackel und laufen wieder ganz schnell zurück. Leute, dann müssen wir einmal hier das Feuer anzünden und... Ey! Oh mein Gott, nicht ihr Ernst. Nicht ihr Ernst. Lea Marie hat mir einfach die Knochen abgezogen. Oh mein Gott. Oh, egal, egal, Freunde. Jetzt habe ich die Knochen. Let's go, Freunde. Damit haben wir alle 7 Knochen und... ich habe irgend so einen Schlüssel. Hä? Lol, Moment mal. Ich glaube, diesen Schlüssel müssen wir jetzt benutzen, um... Ah, hier durchzukommen. Oh mein Gott, hä? Oh, oh.
Ja, ich habe es rausgeschafft. Lami Roblox ist entkommen mit einer Zeit von 20 Minuten und 9 Sekunden. Okay, Lars ist auf jeden Fall der Zweite. Und hier gibt es eine super fun Happy Slide. Let's go. Oh mein Gott, wir haben es damit aus dem Paw Patrol Turm rausgeschafft. Also fast, jetzt haben wir es herausgeschafft. Let's go. Freunde, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zur Bewertung vom Spiel. Leute, ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist jetzt nicht so krass gemacht, aber die Idee vom ganzen Spiel ist so, so cool. Also wirklich, dass man hier im Turm so viele verschiedene Aufgaben machen muss. Also so ähnliche Rätsel wie zum Beispiel bei Piggy. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, dass man auch bei jedem Pet seinen Knochen abholen muss. Das Spiel war aber trotzdem ein paar kleinen Stellen ein bisschen verbuggt, aber trotzdem bekommt dieses Spiel auf jeden Fall von mir eine 9 von 10. Und Leute, schreibt ihr gerne eure Meinung auch über dieses Spiel in die Kommentare. Was gebt ihr dem Spiel von 1 bis 10? Das wird mich auf jeden Fall mega interessieren. Und Leute, natürlich, wenn ihr beim nächsten Video dabei sein wollt, dann kommt auf jeden Fall auf meinen Discord-Server. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann seid ihr vielleicht auch im nächsten Video dabei. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken und rechts könnt ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und...